Und jetzt geht's los. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Und machen uns auf die Höhlentour. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der Urwald? Ich glaube, der ist da. Genau. Und dann gehen wir mal hier lang. Und hier irgendwo muss der Eingang zu der Mine sein. Ich beeile mich auch gleich mal ein bisschen. Wo wir jetzt ja alle Zeit der Welt haben, ne? Mehr oder minder. Ja, und auch gleich die richtige heroische Musik zu einer Höhlentour. Ja, ich habe das letzte Mal immer nur so eine Folge aufgenommen. Das wird diesmal ein bisschen länger dauern. Ein bisschen längere Aufnahme werden. Ja, wo ging es jetzt hier rein? Das ist die Frage. Ich denke mal, wir werden die früher oder später finden. Die Mine. Und da müssen wir uns da unbedingt einen Wegpunkt setzen. Unbedingt. Ah, warte mal, hier hinten. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja. Irgendwo hier war das. Irgendwo hier war der Eingang zu der Höhle, die dann sich in eine Mine ergießt. Warte mal, da hinten sieht es ja steinig aus. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier geht es nicht runter. Ja, Wegpunkte sind was Tolles, wenn man sie setzt. Was ist hier? Nee, hier auch nicht. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt. Aber war das nicht irgendwo hier an diesem See? Ich hätte mir die Aufnahme vorher nochmal... Oh, ich ist überleben. Die Aufnahme nochmal anschauen sollen. Ach komm, den nehmen wir eben mal mit. Oder nee, den holen wir uns später, Peter. Wenn später, den holen wir uns später. Ich glaube, ich gehe jetzt mal da hinten lang. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wo diese Mine war. Aber ich denke mal, wenn wir nur lang genug suchen und ich euch lang genug damit nerve, dass ich hier einfach nur durch den Dschungel renne, dann werden wir die irgendwann finden. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ocelot. Oh, jetzt hat sie mich gesehen. Ja. Wo war denn das? Wir waren hier bei der Hütte irgendwo und dann sind wir in den Dschungel gegangen. Oder war das hier hinten? Weiter hier hinten. Ich schau mal hier. Da sind wir in den Dschungel gegangen, genau. Und da war dann ein Höhleneingang. Habe ich denn da nichts aufgestellt? Wartet mal, da vorne, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ups, nicht verletzen. Ah, das sieht doch ganz gut aus hier, oder? Ich glaube, das sieht ganz... Ah, da ist eine Fackel, ja. Wir haben es gefunden, wir haben den Höhleneingang gefunden und jetzt Wegpunkt. Hier sind ganz viele Wegpunkte, die ich gar nicht mehr weiß, was es ist. Da muss ich unbedingt mal die entfernen. Weiß auch gar nicht, was ich hier gesetzt habe. So, das ist Höhle mit Mine. Ja, falsch geschrieben, aber macht nichts. Ja, okay, das lassen wir jetzt mal so. Exit-Menü. Hier ist der Wegpunkt. Uah. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Hier waren wir zuerst. Hauptsache, ist das jetzt auch. Auf jeden Fall waren wir hier schon mal unterwegs. Und hier geht's runter. Hier geht es runter. Und da unten sehe ich Licht. Ja, hier sind wir richtig. Und ich höre einen Zombie, einen Creeper, natürlich. Wie soll es anders sein? Du läufst da schön unten. Joa, bumm. Erstmal explodiert der Knabe. Da ist verdammt viel Schatten. Verdammt viel Dunkelheit. Und ich sehe schon, wir sind richtig. Und ich habe mir keinen Eimer gemacht, extra, weil ich die Schienen lieber anders abbaue, ich Idiot. Ja, hier ist noch ein bisschen Kohle. Und hier geht's auch noch weiter in die Höhle hinein. Und das sehe ich Eisen, das ist sehr gut. Und wir müssen uns hier echt irgendwie Orientierungsmöglichkeiten schaffen. Aber erstmal nehmen wir jetzt hier das Eisen mit.
Und jetzt kann es meinetwegen auch dunkel werden, weil wir haben jetzt das gefunden, was wir suchen. Und das wird hier eine ganz ausführliche Tour. Das sage ich euch jetzt schon mal. Und ich höre hier aber überall Zombies und da fühle ich mich natürlich in diesem Loch hier nicht so richtig wohl. Wir wollen ja auch die Schienen mitnehmen. Da müssen wir dann mal überlegen, was wir damit machen. Eine Eisenbahn in Hundsgrab fehlt natürlich auch noch irgendwo. Aber ja, fehlt auch irgendwo. Kann man so stehen lassen einfach. Die Kohle nehmen wir hier überall mit. Ich bin ein bisschen paranoid seit der letzten Aufnahme, als wir da in der, ja, in dieser Zwielichtwelt waren, wo sie mich ja echt fertig gemacht haben, die Brüder. Und von hinten kommt keiner, das ist gut. Und noch sind wir hier über der Mine. Wir sind also noch gar nicht weiter nach unten gegangen. Das werden wir gleich tun. Nehmen wir nur ordentlich Kohle mit. Und wieder ein Levelanstieg. Wie sieht eigentlich meine Rüstung? Oh. Ja, wir brauchen Eisen, ne? Hatte ich ja gesagt. Okay, hier mal ein bisschen ausgeleuchtet. Gravel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Kohle muss später holen. Aber Eisen brauchen wir. Das nehmen wir mit. Ganz klarer Fall. Klarers Fall. Wir nehmen uns Eisen mit und wir werden auf der Hut sein. Ja, jetzt ist die Frage, wie markieren wir uns das hier, dass wir hier schon mal gewesen sind? Ich würde sagen, wir reißen überall, wo wir schon mal gesehen sind, hier den mittleren weg. Ist das ein guter Plan? Ich weiß es nicht. Ja, doch, könnte sein. Ich mache das einfach mal so. Ich reiße hier den mittleren weg und setze rechts eine Fackel dran. Fackeln immer rechts. Das wird natürlich dann ein bisschen länger dauern mit der ganzen Geschichte hier. Aber wir haben eine Truhe, die haben wir schon ausgeräumt. Okay. Ja, gut. Gut. Hier haben wir Eisen. Und ihr seht, ich nehme das Eisen jetzt so mit. Ich könnte natürlich auch dann jetzt schon mal die andere Spitzhacke ins Gepäck packen. Nee, aber die, warte, Moment, die brauchen wir natürlich auch. Die brauchen wir auch und die brauchen wir auch und die brauchen wir nicht. Gut, da oben ist Eisen, das holen wir uns. Wir sollten allerdings nicht vergessen, aufzupassen, dass sich kein Creeper anschleicht. Okay. Das muss weg. Telefon! Hier scheint mir fast ein Spinnenspawner zu sein. Ich höre auch schon Spinnen. Ja, hier ist ein Spinnenspawner. Müssen wir jetzt die ganzen. Boah. Übelste Arbeit. Sich jetzt hier vorzuarbeiten. Ja, hätte ich irgendwie Feuer mitnehmen sollen, ne? Feuerzeug oder sowas. Ah, da kommt schon so eine dämliche kleine Giftspinne. Aber den Spinnspawner, den müssen wir erstmal entfernen. Und wir haben uns hier, glaube ich, den längsten Weg ausgesucht, den man sich überhaupt aussuchen kann. Ey, bist du irre? Die hat uns aber ordentlich welche beigebogen. Die kleine Mistspinne. Also, das gibt's doch wohl nicht. Habt ihr das gesehen? Okay. Komm runter. Na, 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 na. Warum kann ich die nicht treffen? Komm hierher. Boah, es ist hier dunkel. Jetzt habe ich mich hier gerade ein bisschen verfranst. Verklaufen. Da ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Hier sind zwei Kisten. Und hier ist Eisen ohne Ende. Hier kommen wir wahrscheinlich von hinten an den Spawner ran. Und da steht ein Zombie hinter dem Pfeiler. Ich hab dich gesehen. Oh, das ist eine Spinne. Oh, das ist eine Spinne. Okay. Das sind zwei Spinnen. Ah, ich komme leicht an den Spawner ran. Ich habe hier jetzt immer eine Fackel hingesetzt, aus dem einfachen Grund.
Dann können da keine Spinnen mehr spawnen. Und die hängt, glaube ich, in ihrem eigenen Netz fest. Und die machen uns gerade fertig. Jetzt setzen wir hier nochmal eine Fackel hin, um ganz sicher zu gehen. So, hell genug? Ich denke schon. Was war denn das für ein Geräusch? Gott sei Dank sind noch keine Creeper anwesend. Oh, Leute, 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 das ist echt mal groß hier, ne? Da fliegen uns noch ein paar Punkte Erfahrung zu. Das ist schön, die hängen noch ein bisschen in der Spinnenseite hier fest. Gerade überlegt, ob das Rasseln eben, was ich da gehört habe, ob ich das bin oder ob das doch eher irgendeine Spinne war. Oder ob das meine Lunge ist, die immer noch ein bisschen geschädigt ist von den... Na, ihr wisst schon. Von den Erkältungen. Entschuldigung. So. Wo wir beim Thema Erkältung waren, ne? Wo waren denn jetzt hier die genialen... Moment, das müssen wir wegmachen. Ach, ich werde niemals ein großer Höhlenexperte werden, das sage ich euch. Ich glaube, hier lang war das. Mit den zwei Truhen. Da haben wir noch nicht mal reingeguckt. Das ist ja eine Schande sondergleichen. Wir müssen gerade wählen, nehmen wir auch mal mit. Hier ist die Truhe. Die ist... Nee, das war die nicht. Das war die nicht. Hier ist der Spinnenspawner von der anderen Seite. Okay, passt auf, Freunde. Wir haben noch nicht eine Schiene mitgenommen. Ist das nicht klasse? Ich glaube, wir müssen eine Etage tiefer. Und das Eisen muss mit. Also, wie schon gesagt, hauptsächlich ist das hier eine Eisentour. Oh, jetzt habe ich jetzt wieder so abgebaut. Da sollte ich vielleicht die Diamantspitzhacke nehmen. Da geht's runter. Wow. Wo ist denn hier? Auch noch Eisen. Und Dunkelheit vor allen Dingen. Die wollen wir gleich erstmal als erstes beseitigen. Und hier öffnet sich noch eine weitere Höhle. Ach du verdammt, verdammt, verdammt. Ja, ich bin sehr konsequent, ich weiß. Ich möchte mich jetzt aber auch nicht zu weit hier entfernen, weil ich will ja unbedingt diese Doppeltruhe da wieder finden. Wo war das denn? Hier nicht, ne? Nee, ich glaube hier nicht. Ich setze die Fackeln jetzt immer hier zwischen die Schienen. Ja, verdammt, Leute. Verdammt, verdammt. Ich kann ja mal... Oh, das geht doch recht fix mit den Schienen abbauen. Ja, das geht so ganz gut. Mit Wasser geht's natürlich besser, aber ich habe natürlich keinen Eimer mit. Immer schön klug geschissen, wenn andere Leute... Minentouren gemacht haben oder solche Minenschächte erforscht haben. Ach, Zombie-Mann. Dann komm mal her. Komm doch mal her. Ah, der kann nicht. Du kannst nicht. Dann helfen wir dem mal. Oh. Besser? Ja, jetzt kannst du uns auch schlagen, ne? Wir können dich schlagen. Ja, so sind wir. Ah, hier ist Eisen. Und hier geht's auch nach oben wieder. Und verflucht nochmal. Wo bin ich denn da vorhin runtergefallen? Wo ich die beiden Truhen gefunden habe. Hier ist der Spinnenspawner. Da bin ich doch von hier gekommen, oder wie? Oder von hier? Nee, von hier eben nicht. Da war ja die eine Kiste, genau. Und ich bin... Moment, das, wir simulieren das... Da geht's glaube ich nach draußen, das ist gut. Gut zu wissen. Wir sind glaube ich von hier an den Spinnenspawner rangegangen. Das ist immer noch eine Spinne. Und das war gerade eine Fledermaus. Oh! Über Schienen kann man natürlich nicht rübergehen, das habt ihr gerade sehr schön gesehen. Auch. So, zack. Oh, Leute. Leute. Und hier ist
Da hinten ist schon wieder Spinnennetze. Das ist wahrscheinlich schon eher wieder der nächste Spinnenspawner. Heppa! Der nächste Spinnenspawner eventuell. Ja, Zäune müssten wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Sondern eher hier die Steine. Ihr werdet euch vielleicht wundern, wenn ihr hier die Let's Plays nicht regelmäßig guckt, dass ich die Blöcke in 1 abbaue. Ne, also hier, die werden nicht zu Pflasterstein, sondern bleiben Cleanstone. Das liegt daran, dass ich Behutsamkeit habe auf dieser Axt. Und deshalb hier auch die ganzen Blöcke abbauen kann. Wisst ihr Bescheid, ne? Total cool. Ja, so ist das. Wir haben die nämlich verzaubert. Und für Stufe 30 haben wir Behutsamkeit 1 gekriegt. Das ist nicht so der Kracher. Aber in so einer Mine bringt das natürlich schon mal echt viel. Und wir missbrauchen diese Spitzhacke natürlich gerade ein bisschen. Das gebe ich auch zu. Da könnte man jetzt viel mehr rausholen. Das Eisen müssen wir alles mitnehmen. Das müssen wir alles mit. Und vielleicht kriegen wir dann nochmal eine mit Effizienz. Und dann können wir diese ganzen Blöcke nämlich nochmal abbauen und kriegen dann... Oder Glück. Glück ist das, glaube ich, ne? Effizienz ist ja nur, dass man da... Oh, hier schon wieder überall Spinnen und Monster, die uns hier ans Leder wollen. Was mir natürlich jetzt nicht so gefällt. Und ein Zombie. So, aber da hinten ist noch ein Eisenblock und eine Schiene. Ach komm. Ein Eisenblock. Freunde. Was ist denn hier? Die ist leer, genau. Das war die Kiste. Hm, hier ist noch alles dunkel. Das möchte ich ganz gerne mal ausleuchten. Okay. Der Gang ist erkundet. Machen wir 3 Fackeln hin.